Ich begrüße Helmut Zerlett ganz herzlich. Und jetzt mit unserem Impro-Hasen eine kleine musikalische Köstlichkeit zaubern will. Helmut. Wir nehmen immer zum Improvisieren von Liedern, nehmen wir immer irgendeinen Standard, also... Irgendwas, was jeder kennt. Ja. Von mir aus ruhig Strangers in the Night. Das ist ein schönes. Darauf geht's, glaube ich, ganz gut. Ja. Oder? Ja, das ist doch schön. Aber wir brauchen natürlich auch ein Thema. Worum soll's sich drehen, sozusagen? Sagen Sie mir doch irgendetwas, was man nachts nicht tun sollte. Schnarchen. Was? Sprechen. Furzen, ja. Essen. Ja, kann man. Ja, man kann es durchaus tun, aber meistens schläft man. Ja, Essen ist doch schön. Ein schönes Essen in der Nacht. So heißt das Lied jetzt. Es ist gleichzeitig auch über eine Stadt. Bowling in der Nacht. Ihr Lieben, ein schönes Lied jetzt zum Finale. Essen, zum Thema Essen. Ja, meine Damen und Herren, wir sind stolz. Ich möchte sagen, glücklich, dass wir Sie heute hier haben. Die legendären Freischnauze Singers, ein Kritiker hat mal über Sie geschrieben. Sie sind tatsächlich wie Tokyo Hotel, nur mit Schambehaarung. Das stimmt nicht. Außer dir. Stimmt nicht. Ich höre gerade außer Barbara. Sie haben uns Hits geschenkt. Hits wie Unter dem Regenbogen oder den unvergesslichen Welthit Bück dich, Baby. Sie sind vor ungefähr 2 Jahren in die Vereinigten Staaten gegangen und haben gesagt, Leute, wenn wir es hier nicht schaffen, dann kommen wir einfach wieder zurück. Und was soll ich sagen? Hier sind sie, die Freischnauze Singers. Lieg euch oft wach, seh an die Decke. Mein Gott, sag ich zu mir, ess ich 'n Knecke. Oder bleib ich hier, der Hunger kriegt mich wach. Ich schleich in die Küche. Und öffne leise den kleinen Kühlschrank mit einer kleinen Knackerin. Und ich esse es auf, mein Gott, ich werde schwach. Bifi, Nutella, Salami, Knäck. Kartoffelsalat, 2 Wochen alt. Der Finger geht in den Hals, alles kommt heraus. Ach wie, ist das schrecklich zu kotzen. Ich will hier doch gar nicht motzen. Essen in der Nacht. Helmut Zerlett, Tintje Mierendorf, Mirko Donce, Barbara Schöneberger und Oliver Welke. Meine Damen und Herren, das war's schon. Wenn Sie noch können, lachen Sie weiter bei der nächsten humoristischen Großtat. Bleiben Sie einfach dran und wir sehen uns nächsten Freitag bei Freischnauze. Ihr wart groß, meine Hasen. Groß.